Der Genfer Automobilsalon war in der Vergangenheit bei Besuchern, Journalisten und auch Ausstellern besonders beliebt. Ohne nationale Interessen wie in China, USA oder auch Frankreich und Deutschland mit der IAA war der Schweizer Autosalon so etwas wie neutraler Boden mit kurzen Wegen. Doch dann kam Corona. Und bei der Absage des 2020er Salon waren die Schweizer Organisatoren, sagen wir mal, nicht sehr geschickt. Die Hallen waren schon im Aufbau und die Hersteller wollten eine für beide Seiten einvernehmliche Lösung, gegen die sich die Genfer wohl sperrten. Das Resultat ist bekannt. Aber die großen Automobilmessen haben es in diesen digitalen Zeiten auch so schon schwer. Außer Renault mit Dacia und einigen wenigen Chinesen reiste kaum ein bedeutender Hersteller nun an den Lac Le Mans. Ein Highlight, das jetzt mehr Beachtung fand als in den Vorjahren, war die Wahl zum Auto des Jahres. Frank Jansen, der deutsche Organisationschef zur aktuellen Wahl. Ich glaube, es war überhaupt nicht schwer. Wir haben ja 7 superstarke Kandidaten hier in Genf gehabt und vorher auch bei den Testfahrten. Und dass der Renault und auch der BMW so stark sein würden, hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich hätte mehr ein ausgewogeneres Ergebnis gehabt. Aber wir haben ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis gesehen. Der Renault Scenic E-Tech Electric wurde Europas Car of the Year 2024. Renault belebt den legendären R5 wieder und bringt ihn als E-Tech Electric auf den Markt. Das Highlight, das wir hier in Genf zeigen, ist natürlich unsere Ikone, der Renault 5 E-Tech Electric, den wir hier das erste Mal auch der Weltöffentlichkeit zeigen. Also eine echte Weltpremiere hier in Genf. Die dritte Generation des Dacia Duster wird auf dem Genfer Autosalon offiziell zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Dann haben wir als zweites Highlight den Dacia Spring. Das ist das kleine Elektroauto, was Reichweiten bis zu 300 Kilometer in der City ermöglicht. Und wie füllen die Verantwortlichen den durch die ferngebliebenen Hersteller entstandenen leeren Raum? Richtig, mit Klassikern, die Automobilgeschichte geschrieben haben. Bei BYD, vor 16 Jahren zum ersten Mal in Genf vertreten, steht der neue Seal UDMI als Plug-in-Hybrid-Version. Der Yangwang U8, der auch schwimmen kann, wird von einem 1100 PS starken Motor angetrieben, der den wuchtigen Klotz in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. MG stellte in Genf seinen Kleinwagen MG 3 Hybrid Plus vor. Mit dem Zweisitzer, der etwas an einen nicht ganz gelungenen MX-5 erinnert, knüpft die einst britische Marke an ihre Wurzeln an. Zudem zeigte MG die ersten Modelle der neuen Marke iM. Der amerikanische Elektrospezialist Lucid zeigt in Genf sein erstes Elektro-SUV. Der Gravity soll bis zu 7 Erwachsene 700 Kilometer weit bringen.